Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Ein Rekordhochwasser hat weite Teile von Venedig überflutet. Mindestens ein Mensch ist laut italienischen Medienberichten gestorben. Die Schäden an historischen Gebäuden wie der Basilika San Marco sind noch nicht abzusehen. Der katholische Patriarch der Lagunenstadt Francesco Moralia ließ kirchliche Einrichtungen als Notunterkünfte für Obdachlose und betroffene Familien öffnen. Ein erst vergangenes Jahr installiertes Schutzsystem im Markusdom konnte die Fluten nicht abhalten. Das Wasser ist in die Basilika eingedrungen und in die Krypta geflossen. Zwar wurden bewegliche Kunstgegenstände in Sicherheit gebracht, das Wasser könnte aber statische Probleme an den Stützpfeilern des Gotteshauses verursachen. Erst im Januar 2018 war eine 5-jährige Restaurierung der Mosaiken im Hauptportal des Markusdoms abgeschlossen worden. Die auf das Jahr 1094 datierten Kunstwerke zeigen die 4 Evangelisten sowie darüber Darstellungen der Apostel und der Muttergottes mit Kind. Der Markusdom gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Italiens. Patriarch Moralia erhob schwere Vorwürfe gegen die Politik. Die milliardenteuren Flutsperren, deren Bau 2003 begann, seien aufgrund von Korruption und bürokratischer Hürden weiterhin nicht fertiggestellt. Der Patriarch bekundete große Bitterkeit angesichts eines Schweigens der Zentralregierung. 5 Monate nachdem ein rund 1000 Jahre alter Sarkophag in der evangelischen Johanneskirche in Mainz geöffnet wurde, gibt es jetzt Gewissheit. Die Vermutung, dass in dem Grab der 1021 verstorbene Mainzer Erzbischof Erkanbald bestattet liegt, habe sich nun doch bestätigt, sagte Forschungsleiter Guido Facciani in Mainz. Die Resultate der Forschungen in den vergangenen Monaten seien in ihrer Tragweite beachtlich. Damit ist auch erwiesen, dass die heute evangelische Johanneskirche die erste Kathedrale der Bischofsstadt war, vor dem später erbauten heutigen Dom, der seit 1036 Bischofssitz ist. Die Johanneskirche gilt als eine der ältesten Kirchen Deutschlands. Das in direkter Nähe des Mainzer Doms gelegene Gotteshaus wurde bislang bereits Alter Dom genannt. Seit 1828 ist die Johanneskirche eine evangelische Kirche. Am 4. Juni war der 700 Kilogramm schwere Deckel des Steinsargs geöffnet und Anfang Juli wieder geschlossen worden. In dem Grab waren menschliche Überreste und Stofffragmente gefunden worden. Bisher war nur bekannt, dass der Tote ein Geistlicher und mindestens 1,75 Meter groß war. Papst Franziskus und der anglikanische Primas Justin Welby wollen gemeinsam in den Südsudan reisen, wenn die Konfliktparteien wie angestrebt binnen 100 Tagen eine Einheitsregierung zustande bringen. Wie das Vatikanische Presseamt weiter bekannt gab, standen im Mittelpunkt der Unterredung zwischen dem Papst und Anglikaner Primas Welby die Lage der Christen weltweit und besonders die betrübliche Situation im Südsudan. An dem Treffen nahm auch Erzbischof Ian Ernest teil, seit Oktober Repräsentant des Erzbischofs von Canterbury in Rom und Leiter des dortigen anglikanischen Zentrums. Auf Drängen der internationalen Gemeinschaft sollte eigentlich bis zum vergangenen Dienstag eine Übergangsregierung gebildet werden. Papst Franziskus hatte bereits am Sonntag bei seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz einen Besuch in dem von Krieg, Hunger und Armut gekennzeichneten ostafrikanischen Land im kommenden Jahr angekündigt. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat zu Beginn der Woche im Osten Syriens einen armenisch-katholischen Priester und seinen Vater getötet. Der Pfarrer einer Gemeinde in Qamishli, Hofsep Bidoyan, war mit seinem Vater im Auto auf einer Straße in einen Hinterhalt geraten. Der Distrikt Busaira, in dem der Mord geschah, ist unter Kontrolle kurdischer Milizen. Auch US-Militär ist hier präsent. Pfarrer Bidoyan wurde in Qamishli beigesetzt. Die Christen der verschiedenen Riten und Konfessionen haben schockiert auf die Morde reagiert. Die armenisch-katholische Kirche ist eine kleine, aber alte christliche Gemeinschaft, die etwa 600.000 Gläubige zählt. Sie leben außer in Syrien, im Libanon, Iran, Irak, Ägypten, der Türkei sowie Israel und Palästina. Das internationale Hilfswerk Kirche in Not warnt in einem Bericht vor einem Ende des Christentums in Teilen des Nahen Ostens. Dort sei die Zahl der Christen binnen einer Generation um bis zu 90% gesunken. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de